Moin Leute, herzlich willkommen hier zu Rock auf Sibyl Susu. Moin! Entschuldigung, musste sein. So, ich habe hier weiter gepflanzenschutz diese Fläche und habe auf den nächsten Ingelmtag noch dabei laufen lassen. Ihr seht, es ist Wetter. Es ist Boden! Wir können in die Verdrillung storten. Ja, da freue ich mich ja drauf. Wir holen jetzt den Dicken raus. Obwohl das ewig dauern wird, ne? Wir haben eine 3-Meter-Drille. Ich habe noch die Einzelkorn-Drille gekauft. Das hatte ich noch gemacht. Weil wir ja auch noch Mais legen müssen, ne? So ist der Plan. Die kann schon mal wieder volllaufen, denn wir müssen noch jede Menge mehr tun. Die machen wir schon wieder voll. Wir machen Schlipper aus. Wo ist denn der Dicke? So, den brauchen wir. Wir fahren mit dem sehen. Malen wir ihn an. Ist so Wetter. Machen wir hier auf den Lorden. Machst du auf? Danke. So, Abfahrt. Weizen drillen. Eigentlich ist er dafür total übermotorisiert, aber wir haben ihn. Oh, wow, keine Angst haben, dass wir uns fest vorne. Haben wir bei Sibis gelernt. Ich vergesse es immer. Ich habe es auch jetzt hier belegt, ne? Gruppenschaltung. Ich denke da bloß manchmal nicht dran. Oh, da ist fast gar kein Saatgut mehr drin. Hör mal an. Wäre jetzt fast ohne Saatgut losgefahren, ne? Weidemann! Mach mal an den Hubel. Wir werden lange nicht mit unserem Saatgut hinkommen. Wir können da stark von ausgehen. Niemals reichen. Müssen den Misthaufen auch gleich eben ausschütten, ne? Hoffentlich klappt das jetzt so, wie ich mich das vorstelle. Ich sehe nämlich nichts. Machen wir noch ein bisschen was, wa? So müsste drinne sein. Dass wir da hinten nachher eben noch reinkriegen, ne? Oh, wir haben den Misthaufen nicht aufgeschippt, Mann. Ich glaube, wir haben die Pika in Deutsch. Wir müssen eh noch zum Händler dann. Demnächst. Müssen die Goldnuggets mal einsammeln, ne? Aber wenn du damit anfängst, dann stören die irgendwie immer. Füllt er nicht auf, der Dreckshund, ne? Dreckiger Dreckshund. Füll ihn auf. Dann halt nicht. Ja, jetzt aber. Ich muss die Saat nur umstellen. Weizen. Sind wir jetzt hier los, Kollegas? Wo kommt ich denn alle her? Wir haben Druck. Und ihr meint, die Kaffeepfad zu machen, oder was? Geht ja gar nicht, oder? Einer nein. Wenn der Bock hier an doch kommt. Ich muss drillen, 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 drillen. Ne, so ist der Plan. Ich habe die gar nicht hochgemacht. Asche auf mein Haupt. So, lieber Lohner, wir machen CP. Das ist eine Feldarbeit, Düngen und Säen. Du kannst immer auf diese Symbole gucken, ne? Hier steht ja jetzt auf Feldarbeit, das ist Feldarbeit.
Wir wollen aber düngen und säen. Klicken wir an. Wir haben keinen Kurs. Also gehen wir hier auf die Symbol. Das ist Feld 6 ist das, ne? Ja. Feld 6. Da gibt es hier ja ein. Feld 6. Feld 6. Automatische Breite. Ja, wir machen lieber ein weniger. 3 Meter. Ich nehme mal aktuelle Startposition. Ja. Vorgewende mache ich 5. Sind 15. Mach mal lieber ein mehr. Ich mache scharf, damit die Ecken nicht rund fahren. Und dann gehe ich auf CP-Kurs generieren. Jetzt ist das fertig. So, Einstellung hier. Wir brauchen... Wie war das denn noch mit den Punkten? Ich will ja nicht alle Punkte. So, dann gehen wir hier hin. Drücken Speichern. Ich schreibe immer Feld 6. 6 säen. 3M. Hast du gespeichert? Ja, ne? Gut. Dann gehst du hier hin. Jetzt steht er auf nächstpassendem Wegpunkt. Ja, aber da wir jetzt erst anfangen, gehst du auf ersten Wegpunkt, Abfahrer einstellen. Und er fährt genau dahin, wo er nicht hinfahren soll, der Blödmann, ne? Dann machen wir nächstpassenden Wegpunkt und fangen hier eben selber an. Das ist nämlich der Rotz jedes Mal. So, halten wir eben kurz an. Nächstpassenden Wegpunkt, Abfahrer einstellen. So, gibt's Schubrakete. Das Fenster machen wir jetzt weg. Kannst du nicht schneller? Fährst du jetzt hier nicht mit 5 km/h? Der will mich doch verkackern, oder? So, und jetzt seht ihr. So, rundum bleiben wir eben dabei. Weil wegen die Sicherheit. Er wird sich bestimmt in 35 Ecken festfahren und hier rumtütern und da rumkrähen und dies und das und jenes. Ich glaube, wir müssen nochmal Saatgut kaufen, ne? Schicklam, ey. Saatgut. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Dann kaufen wir noch einen. Ich brauche auch Schweinefutter. Wir haben nämlich schon Ferkel. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Und getrockneten Weizen wäre auch nicht schlecht, ne? Gibt's gar nicht. Man kann alles kaufen, aber keinen getrockneten Weizen, ne? Geh mal zurück. Zurück. Ja, 300 PS, ey. Der müsste eigentlich auch alleine klarkommen, ne? Ah, jetzt kommt's wieder mit der Feldgrenze. Ja, ist egal. Kann man nicht ändern. Ja, ja. Schön, 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 schön. Ist halt so. Boah, das geht nochmal richtig ins Geld, ne? Ja. Guck mal, das läuft, ne? Können wir CP gleich nur einstellen, ne? Dass sie Pflanzenschutz auf der anderen Fläche machen.
Aber lass den mal eben hier fertig drin. Also jetzt erst anfangen, ne? Das dauert ja jetzt ewig, bis das soweit ist, ne? Aber Svenny muss ja auch mal seine Projekte fertig machen, ne? Und ich habe versprochen, alle 2 Tage kommt LS17, ne? Dann mache ich das da. Und im Moment läuft immer Sibas Husum und Holzamet abwechselnd, ne? Macht den gar nichts, ne? Hier fährt er so in den Graben rein und hier und da. Überhaupt keine Schmerzen mit, ne? Ja, der macht das schon. Wir müssen nämlich an Deutz. Nein, den brauchen wir. Den muss er mich hier auch weitermachen. Oder hatten wir hier gedüngt? Hier ist gedüngt, ne? Ich glaube, hier können wir gar nicht düngen. Mach mal eben auseinander. Wir gucken mal eben. Ah, ich glaube, hier geht gar nicht, ne? Hier hatten wir Dings drauf gespreut. Ein Satz mit X, das war wohl nix. Feld 16 können wir aber noch machen. Die kleine Ecke hatte ich da auch kalt drauf gemacht, oder ne? Kommen wir hier erst nach der Saat, ey, das ist nicht schön. Normal müssten wir da eben fix durchgrobern, dass wir dann nochmal düngen könnten. Ja, die hatten wir auch gemacht. Wir müssen auch Missionen annehmen, ne? Hier wurde auch irgendwo eine Feldausfahrt, da. Was gibt's denn hier überhaupt an Mission? Aber nicht mehr heute. Oh, Güllebombern. Das dauert ja nicht lange, wer? 1058? 1058? Schlechter Scherz, oder? Das war noch ein schlechter Scherz, oder? Wir sind doch mal weg, ne? 1058. Du bist ja Onboy. Nee, da machen wir nicht für den Gruppe. Nee, du. Aber wie willst du uns Geld verdienen, ne? So, dann Dorfweizen und dann Hofweizen. Da kommen Mais hin. Wir düngen erstmal eben fix das Grünland über, ne? Da kann CP machen. Entschuldigung. Ist ja nichts an Geld. Ist ja echt nichts an Kohle. Alter, nein, da wie ist der Onboy? Wie willst du denn da auf den grünen Zweig kommen? Jetzt mal ganz ehrlich, das weiß ich auch noch nicht, wie wir das machen sollen, liebe Leute. Da lohnt sich ja gar nicht solche Mission. Jetzt schauen wir mal eben das Grünland abdüngen fix. Wo wir hier gesät haben, dass wir ordentlich einen Schnitt runterkriegen.
Das ist wichtig. Und dann sehen wir weiter. Aber liebe Leute, ich sag jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen, ja? Und wenn es euch gefallen hat und ihr nichts mehr verpassen wollt, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.